Ja, Hallöchen, willkommen zurück wieder hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Berliner. Ich grüße euch und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir machen die sechste Folge Anno. Man sieht schon oben, die Statistik ist ziemlich down. Aber ich bin der Meinung, bevor wir wieder nach Alaska gehen oder in die Eiszone gehen, dass wir lieber die alte erstmal weiterbauen und die erstmal ein bisschen besser machen und ein bisschen voranbringen. Hoffe, das ist okay für euch. Ja, mal gucken. Also dürfen wir mal gespannt sein, was auf uns zukommt. Mondlizenzierung, ein Weg in den Süden. Soll ich jetzt machen? Zeigt er mir die? Ja, streng Achso. genommen ist das ein unangekündigter Vorstoß in Ihr Gebiet. Aber bevor Sie mich melden, hören Sie sich lieber mein Angebot an. Ja, können wir ja mal machen. Hören wir uns mal Ihr Angebot an. Clearwater Coast zugeteilt wurde, hat Lei Sheng hier die Errichtung hydroelektrischer Anlagen vorangetrieben. Diese Kraftwerke basierten auf Entwürfen, die Lei Sheng von dem bankrotten Konkurrenten Global Trust übernommen hatte. Aber das Projekt wurde eingestellt, nachdem gewisse Ereignisse die Dämme unbrauchbar gemacht hatten. Gut ausgedrückt. Wenn wir unsere Kräfte bündeln, können wir den Bau des Damms abschließen. Und die Hälfte der produzierten Energie würde Ihrer Firma zustehen. Habe ich Okay. jetzt Ihre Aufmerksamkeit? Ja, Strom ist immer gut. Darf ich einen Vorschlag machen? Ich denke, Sie sollten wie folgt vorgehen. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an Wenig Wasser. Bevor ich das jetzt mache, schnell. Gut, ich wollte bei Ihnen wegen eines Berichts nachhaken. Okay, wir machen aber jetzt erstmal. Erstmal müssen wir unseren Leuten Wasser schenken oder Wasser geben. Da kommen wir nicht drum rum. Gezeitenkraftwerk. Ist das alles ein Mist? Kann man die erweitern jetzt? Ja, hier gibt es nicht die Module. Cool. Machen wir doch. Weil da habe ich jetzt gesehen, den Tag schon, dass wir damit Strom erzeugen können. Oder. Ach, scheiße, war ja Strom. Ich Idiot. So, sollte reichen jetzt, oder? Module. Brauchen wir noch ein paar Module? Drohnenstock brauchen wir nicht. Akkumulatoren. Agri und Wartung weniger. Und Lager brauchen wir nicht. Filtereinheiten. Produktivität 100% mehr. Ja, machen wir mal. Sehr wichtig, brauchen wir auch für die Zukunft. So, und was wollten Sie noch? Danach kümmere ich mich um den Rest. Das ist die Quest, die ich hatte? Die haben da noch was gemeckert. Ach, hier oben. Neuro-Implantate. Bauen? Die Neuro-Implantate wollen sie haben. Administratoren? Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Ornamente? Roboteranlage? Häuser? Okay. Arbeiter. Hatte doch schon sowas gebaut gehabt. Na gut. Machen wir jetzt erstmal hoch. Wir werden die Firma. Na gut, machen wir es anders. Ach so, warte. Nee, so geht es nicht. Wir haben noch nicht rausgefunden, wie das so funktioniert. Neues Gebäude verfügbar. Was ist denn verfügbar? Aha. Das globale Raumhafen. Okay. Biomedizinische Mediz Labor. Synthetzellen, Inkubator. Die Und Geschichte von Eigenfarm. dem Mann, Eigenfarm ist sehr ich hätte gut. da einen Job für dich, aber da könnte es richtig Okay. zur Sache gehen. Wenn Lei Sheng die Restrukturierung abgeschlossen hat, wird alles wieder seine natürliche Ordnung haben.
Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Alles installiert. Probier's aus. Hier drehen wir mal ein bisschen. Zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. So, das war's erstmal. Prozent liefern die jetzt. Sehr schön. Okay. Arbeiter haben wir auch noch genug. Wieso sinkt denn das hier? Wartung, Ausgaben, Lagerhäuser. Ich kann das System noch verbessern. Da fehlt nur etwas Feind. So, was haben wir denn hier noch? Edgepart liefert Nanokeramik zur Weiterverarbeitung. Eine Koboldmine. Machen wir mal Nano. Haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt. Oh, da haben wir was gefunden. Baubots. Ups. Was ist denn das jetzt hier? Gut, jetzt macht das nicht mehr. Jetzt könnten wir hier eigentlich auch was machen. Der bringt Produktivität. Und die Unterhaltskosten werden weniger. Wir müssen ja so langsam ein bisschen was sparen. Und wir können hier noch effektiver arbeiten. Dann haben wir noch mehr Strom. Jetzt haben wir schon Stromüberschuss. Seht ihr das? 1060 sollte erstmal ein bisschen reichen. Trotzdem wäre eine Eigenfarm ganz gut. Und könnten wir das vielleicht die Entsalzungsanlage, weil wir drüben aufgebaut haben, vielleicht niederreißen und könnten was anderes hinbauen. So, nee, aufstocken. Abreißen. Diesmal war es geplant, Leute. Noch nicht mal durch Zufall. Da haben wir es. Algen. Dann machen wir auch gleich die Sache noch mehr. Und Energie plus Wartung, okay. Logistik minus 2, das ist egal. Dokumentatoren. Und Arbeitswartung, die könnte man sich sparen. Alles installiert. So. Aha, plus 48, seht ihr das? So, 300% arbeiten drin. So. Oh, hier fehlt die Straße. Da habe ich gefuscht, Leute. So, dann werden wir uns mal um das andere kümmern. Ich hoffe, es geht hier so ein bisschen wieder bergauf. Ich hoffe es, aber es sieht nicht ganz danach aus. Woran liegt denn das? Liegt das echt nur an unsere andere Zone, wo ich so Mist gebaut habe? Sieht so aus. Weil wir machen ja hier, wir schreiben ja trotzdem Gewinne. Zwar nicht viel. Ach nee, jetzt sinkt das. Wie sinkt das jetzt? Also muss ich Kosten sparen. Arbeitskraft und Wartung, Energiewartung. Gut, da könnten wir eigentlich sagen. Hier haben wir das, hier haben wir das. Könnten wir eigentlich das sagen, abreißen, oder? Würde man eine Menge sparen, mal gucken. 300 gesunken, wir haben noch genug. Und die Unkosten immer noch. Also sollten wir vielleicht mehr ausbauen. Weil dann kommen mehr Leute. Und wir haben mehr Einnahmen, vermute ich mal. Vielleicht habe ich auch einen Denkfehler, wer weiß. Ich lasse mich gerne überraschen. So, mal gucken. Das geht jetzt bergauf. Und die Unkosten steigen weiterhin. Wieso steigen die Unkosten? Wodurch steigen die Unkosten? Oh. Okay. Ist ja auch nice. Das wusste ich ja noch gar nicht. Guck mal, Leute. Wow. Okay. Na gut, da müssen wir jetzt irgendwas uns einfallen lassen. So, wo ist denn, erstmal wollen wir noch ein Infocenter. Wo ist denn Infocenter mäßig echt mau? Da ist viel, hier ist wenig.
Aber ich denke mal, ich falle dadurch noch mehr, wa? Oh ja, es wird immer mehr. Aber woran liegt das? Habe ich jetzt zu viel gebaut? Was kosten die denn hier? Kosten bestimmt auch Kohle im Monat. Oder am Tag. Wartung 60. In meinen bescheidenen Räumen. Treten Sie ein. Achso, hier wollte ich was testen, fällt mir gerade auf. Weil hier haben wir das Ding. Was ist denn, wenn ich das jetzt hier rüberlege, die Straße verbinde, dann müsste die Reichweite doch auch steigen. Ja, dann können wir das nämlich hier abreißen, denke ich mal. Probier es einfach mal aus. Mir den Tag aufgefallen. So, und wenn ich hier draufklicke, genau. Sieht ja schon mal gut aus. Und es fällt immer noch. Hier werde ich zu viel haben, wa? Mal schauen, was haben wir denn hier? Wartung. Produktion. Da haben wir zu wenig Biokost. Damit können wir einen Tod werfen mit Bioharz. Ich sollte vielleicht erstmal. Verbrauchsbilanz. Ich sollte vielleicht ein bisschen. Oh, hier, Verbrauch. 48, da habe ich einen Überschuss. Könnte ich eigentlich davon was wegreißen? Wenn ich das richtig verstanden habe. Da. Probieren wir mal aus. Mal sehen, ob die Unkosten sinken. Okay, noch nicht. 1, 2, 3, 4. Immer noch nicht. Immer noch im 20er Schritt. Was ist denn das, was das auffrisst? Ach Mann. Gibt es aber. Verstehe ich nicht. Liegt das echt an der anderen Karte? Ich geh mal rüber. Ich guck mal nach, ob das damit zusammenhängt. Wäre natürlich sehr ärgerlich. Aber kann man ja auch ändern. Und danach gehen wir die Mission an. Wenn nicht, müssen wir die in der nächsten Folge direkt machen. So, jetzt gucken wir nochmal nach. Woran liegt's denn hier? Wie sieht's denn hier aus? Wir machen mal die Wohnungen hin. Ich verlasse mich auf dich, verstanden? Baukosten. Bietet Arbeit, generiert Umsatz. Ach so, ja, logisch. Das habe ich natürlich noch nicht ausprobiert eben. So, wollen wir erstmal die ganzen. Ah, Mist. Einstellen weitere Arbeitskräfte empfohlen. Ja, ich bin ja schon dabei. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. So. Mach mal so. Mach so. Mach mal so. Und da ziehen wir jetzt eine Straße durch. Zack. Okay. Mal sehen. Umsatz fällt immer noch in den gleichen Schritten. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das echt nicht, Leute. Also wenn wir da noch was hinpflanzen. Müsste ja abgedeckt sein, oder? So, und jetzt müssen wir da noch eine Straße hinpflastern. Weil irgendwann, er sagt ja, es generiert Umsatz. Dann sollte das ja auch funktionieren, dass jetzt so langsam meine Unkosten nicht mehr fallen. Immer noch dieselben Schritte, seht ihr das? Sogar noch mehr. So, beherbergt, generiert Umsatz. Kostet Geld? Energie? Wurde Preisverringerung geschlossen? Beschlossen, achso.
Inventarschaum. Credits. Baukosten. Hier kann ich die Stove verbringen. Ach so. Ah, genau. Vielleicht liegt es ja da dran. Strom. Nur zu. Platz für die Baudinger. Hier, Arbeiter fehlen hier. Da brauchen wir aber jetzt noch ein bisschen mehr Strom. Da haue ich jetzt mal ein bisschen was rein, damit wir ein bisschen Vorsprung haben. Und jetzt fehlen Arbeiter. Hier fehlt Strom, hier fehlt Strom. Strom fehlt immer noch. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Boah, alter Falter, was ist denn das für ein Problem jetzt? Wo hatte ich denn die andere Stromanlage? Die war hier oben, ne? Genau. Zack. Alles installiert. Probier's aus. Und zack. Wieder so wenig Strom. Hm. Ich will Strom bauen und nicht so einen blöden Fischerplatz. Was soll denn der Scheiß? Scheiße. Kann ich denn da bauen? Kanalkontrollpunkt. Okay. Auch Fische. Fabrik. Was kann denn noch Strom betreiben? Wie soll ich denn das noch aufrüsten? Wie soll ich denn da mehr Strom hinkriegen? Hier. Finanzrechner, Kredit. Wartung. Arbeitsplätze und Wartung. So, ich hab... Achte, was ist da noch? Kanalproduktion. Ja, so ist das. So ist das. Hier ist noch eine Fabrik. Und was kriege ich hier hin? Küstenbauplatz kriege ich gar nicht hin. Küstenbauplatz. Ich brauche... Ach, hier, ne? Nee. Achso, ich bin auf der anderen Insel schon. Wie soll ich denn das machen, bitte? Hier habe ich die Anlage. Hier habe ich die Anlage. Könnte dann heißen, dass ich die hier vielleicht einstampfen kann. Probier mal aus. Bei dir frieren sie jetzt den Arsch ab. So, und wenn ich die jetzt umstelle, die Anlage, nach die, frieren die sich da oben den Arsch ab. Ist doch unglaublich, ey. So, und wenn ich das hier hochschiebe und den hier hin, dann deckt er die ab. Stelle ich den mal hier hin und den mal hier hin. So, und den schiebe ich hier hin. Gut, Straße, mecker nicht so viel. So, und jetzt fehlt dem eine Straße. Ist ja kein Problem, kann ich ihn mehr hinbauen. So, jetzt ist er angeschlossen. Jetzt sollte es doch... Immer noch. Ah, ich werde auch... So, na gut, jetzt könnten wir die hier noch abreißen. Weil die ist albern. Das Ding hier. Okay, jetzt frieren die sich einen Arsch ab. Boah, ist doch unglaublich, ey. Ach so, die produzieren keine Wärme, deswegen. Und Scheiß. Jetzt nur noch frieren die sich einen Arsch ab. Na gut, das funktioniert nicht so, wie ich es mir vorstelle. Aber wieso produziert... Ach so, na logisch. Produziert er weniger Strom, oder? Weil ich zu wenig Arbeiter habe. Ich Schwachkopf, ich. Daran hätte ich ja auch denken können. Weil es fehlen ja Arbeiter. Dann können die ja auch keinen Strom produzieren. Oh, hätte ich mal früher dann denken sollen. Naja, man lernt dazu. Na gut, dann machen wir das hier wieder hin. Die da hinten frieren sich immer noch einen Arsch ab. Den baue ich jetzt um. Das Schlimme ist, dass wir so viel Geld verlieren im Moment. Den und den. Den machen wir hier hin.
Baue ich die eben schnell eine Straße hin. So. Und dann werden wir noch mehr Wohnungen bauen. Weil wir haben ja zu wenig Leute für die Arbeiten. Macht ja völlig Sinn. Mal früher dann denken sollen, nicht doofkoppig. So. Dahin, dahin, dahin. Aber hier wollen wir jetzt eine Siedlung erschaffen, so. Wie so eine Fischgräte. Lass jetzt einfach mal hier alles voll. Mal gucken, was passiert. So, sieht zwar nicht schick aus. Aber Thema hatten wir ja schon. So, und hier machen wir jetzt auch noch eine Straße hin. Ah, wieder so eine doofe Ecke, aber naja. Mal durch. So. Jo, jetzt müsste es langsam bergauf gehen. Ich brauche jetzt nur noch, was wärmen tut. Hier hin. So, und hier nehmen wir einen Bau raus. Nehmen wir den. Auch wieder mit Absicht. Das ist ja doof. Achtung, Mangel an Transportern beeinträchtigt Produktion. Oh, jetzt mangelt wieder an Produktion. Ich werde hier irre, ey. Strom ist zu wenig. Ist logisch, dass es zu wenig ist. So, und dann könnten wir hier irgendwie sollte man so eine Wärmesicht haben, wo was abgedeckt ist, wovon irgendwie. Das wäre schön gewesen. Aber wir kriegen noch mehr Arbeitslose. Wieso? Da habe ich den Denkfehler. Arbeiter stelle ich ein, damit Strom kommt. So. Aber es kommt nicht kein Strom. Dieser Ort lässt mich erschaudern. So, ich setze den mal um. Hier ist warm. Das Ding setze ich hier hin. Und decke da die Fläche ab. Dann hat er da, er hat im Moment zu wenig Strom. So, irgendwie habe ich einen Denkfehler hier drin. Na gut, ich könnte jetzt, nein. Hier, Iridium, Bauke, Wartung, Energiesparen machen. Das ist Qualität, wie du siehst. Na gut. Irgendwie haut das auch nicht so hin, wie ich will. Das ist doch ärgerlich, ey. Ich kann nicht aufrüsten. Das ist nicht so, wie ich gerne würde. Arbeitskraft und Wartung. Und hier... Wartungsmodule brauche ich nicht. Drohnenstock brauche ich auch nicht. Was haben wir hier? Da haben wir noch Stromanlagen. So, und jetzt mal gucken, kann ich hier noch Arbeitskraft und Wartung? Finanzrechner. Mach ich mal rein. Kann ich nicht. Ja, aber zumindest geht es ein bisschen bergauf jetzt. Energie fehlt zwar noch. Boah, 3%. Scheiße. Spinnenschneider. Was macht der? Produktivität. Unterhaltskosten. Aber ich will Strom sparen. Das war das hier, ne? Ja, Energiewartung. Kann ich nicht mehr bauen. Ja, dann bin ich jetzt in der richtigen Zwickmühle. Na gut. Ich muss mir den Kopf machen.
Wir werden mal sehen, oder ich werde mal gucken, dass ich zur nächsten Reihe das hinkriege hier. Mich mal schlau machen, woran es liegt. Konservierungsnahrung fehlt auch. Okay. Wir machen mal eine Konservenfabrik hier hin. Könnte ich ja eigentlich hier hinstellen. Hier. Werden die von der Postzone drin. Zack. 426, werden eher noch mehr, weniger Arbeiter. Achso, was habe ich denn da jetzt gebaut? Noch Konservenfabrik, ist ja richtig. Oh Mann. Ist ein Fass ohne Ende. Am besten reiße ich alles wieder ab. Na gut, ich werde erstmal Schluss machen. Danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch auch trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen chaotisch war und